Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in dieser Folge. Heute geht es um das Kondom. Ja, es geht heute wieder um eine hormonfreie Verhütungsmethode. Ich mache das ja immer im Wechsel. Wir sprechen über Verhütungsmethoden und einmal ist die Hormonvariante dran und dann wieder eine hormonfreie Variante. Und jetzt sprechen wir über einen Klassiker bei der hormonfreien Verhütung, den es schon seit Jahrtausenden im Prinzip gibt. Ich möchte jetzt nicht über geschichtliche Schafs- und Schweinedärme sprechen oder ähnliche Arten von Kondomvarianten, die es im Mittelalter schon gab, sondern wir starten jetzt direkt durch mit den Dingen, auf die es ankommt beim Kondom. Ein großer Irrglaube ist ja immer noch, dass das Kondom ganz, ganz, ganz unsicher sei. Und da muss man sagen, die meisten Verhütungsmethoden sind eben anwenderinabhängig. Sprich, man muss gucken, wie man es anwendet und dass man es richtig anwendet. Und deswegen sitzen wir ja heute hier zusammen, dass ich euch das einmal erkläre. Denn es gibt tatsächlich ein paar Dinge, die man gar nicht weiß bzw. noch nie gehört hat, dass man darauf achten sollte, dass es nicht kaputt gehen soll, dass man es richtig rum draufsetzt. Selbst das kleine Reservoir oben am Kondomende, das kennen die meisten, dass das vorher entlüftet sein muss. Aber wie es dann auch danach, wenn der Mann zur Ejakulation gekommen ist, vonstatten geht, das wissen die wenigsten. Und ich zeige euch natürlich auch, wie man es richtig anwendet. Und da man ja hier in der Öffentlichkeit nicht irgendeinen Penisattrappe oder auch ein anderes Phallusobjekt zeigen darf, müssen wir uns wieder der guten alten, ich habe hier heute mal eine kleine Zucchini dabei. Ganz ehrlich, die Anatomie des männlichen Penis sieht doch ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, damit wird auch das Prinzip klar, wie man so ein Kondom aufzieht und überzieht. Ganz kurz zur Methode. Es ist eine mechanische Methode, sprich das Ejakulat, die Spermien werden daran gehindert, überhaupt erst in die Gebärmutterhöhle und dann auch zur Eizelle irgendwann zu kommen. Es ist meistens aus Latex, gibt aber auch latexfreie Varianten, wer jetzt zum Beispiel eine Latexallergie hat. Zur Sicherheit, ich habe schon gesagt, anwenderabhängig, es gibt immer eine Methodensicherheit, das heißt in der Theorie, wie sicher sollte es eigentlich sein, wenn es richtig angewendet wird. Und da bedient man sich immer des Pearl-Index. Wer jetzt nicht weiß, was der Pearl-Index ist, da kann man vielleicht grob sagen, entweder schaut ihr mal auf meiner Webseite, da habe ich einen Blogartikel dazu gemacht, oder aber man kann sagen, je weiter der Pearl-Index bei der 0 liegt, zum Beispiel 0,4, 0,5, desto sicherer ist eine Verhütungsmethode. Je höher der ist, sagen wir mal 4 oder 5, desto unsicherer wird es. Man beobachtet quasi ein Jahr lang 100 Frauen mit einer Verhütungsmethode, zum Beispiel Kondom, und schaut, wie viel davon werden denn schwanger. Und der Pearl-Index eines Kondoms liegt zwischen 0,4, sehr sicher, bis 12, ziemlich unsicher. Und das liegt daran, dass es auch eine Gebrauchssicherheit gibt. Das ist genau dieser Anwenderfehler, die ich eben meine. Und deswegen ist die Varianz da so hoch. Aber was man sich merken sollte bei richtiger Anwendung, dafür seid ihr verantwortlich, ist es ein sehr sicheres Verhütungsmittel. Jetzt kommt ein großes Und. Nicht nur ein Aber, sondern ein Und. Das Kondom bietet nämlich auch noch Sicherheit vor Geschlechtskrankheiten. Das ist mit die einzige Verhütungsmethode, die auch vor Geschlechtskrankheiten schützt. Und das sollte gerade jungen Frauen und jungen Männern ein wahnsinniger Begriff sein. Denn Geschlechtskrankheiten können zwar im Akutfall jetzt gar nicht mal so schlimm sein, aber später, wenn es dann mal um Kinderwunsch geht, 10 Jahre später oder sowas, merkt man, dass man vielleicht unfruchtbar ist, weil man mal eine Geschlechtskrankheit hatte. Schlagwort Chlamydien, habe ich auch schon einen Beitrag zu gemacht. Also sollte man wirklich das auch im Hinterkopf behalten, wenn es um Verhütung geht, man vielleicht jetzt nicht in einer festen Partnerschaft für immer ist, überlegen, ob das nicht vielleicht auch ein guter Sicherheitsfaktor ist. Jetzt besprechen wir mal, was es für Fehlerquellen gibt bei der Anwendung bzw. wie man es richtig anwendet. Der erste Punkt ist ja, die richtige Kondomgröße zu finden. Wie kriegt man die eigentlich raus? So ein Kondom sollte nicht abschnüren. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, es drückt dir was ab, es wird eng, es tut sogar weh, dann ist das Kondom zu klein für dich. Es sollte aber auch nicht zu locker sitzen im irrigierten Zustand, da sprechen wir drüber. Dann wäre es zu groß. Es gibt auch im Internet relativ viele Plattformen, wo man wie so eine Suchmaschine für Kondome hat. Sprich, man kann zu Hause seinen Penis im irrigierten Zustand einfach mal ausmessen mit einem Maßband. Einfach mal gucken, was für ein Durchmesser hat er denn und welche Länge hat er denn. Und dann schlägt diese Suchmaschine einem auch die passenden Kondomvarianten vor. Bevor man jetzt 10 Packungen kauft von verschiedenen Herstellern mit verschiedenen Größen, viel Geld ausgibt und dann bleiben 5 von diesen Packungen dann in der Schublade liegen, kann man das natürlich gerne auch nutzen.
Also nicht zu straff, nicht zu schlaff sollte so ein Kondom sitzen. Es gibt auch Kondome mit verschiedensten Dicken, vom Gummi her. Da ist natürlich der Hintergedanke, je dünner, desto mehr Gefühl hat Frau und Mann. Und je dicker, desto sicherer vorm Reißen etc. ist dieses Kondom. Großer Anwenderfehler ist eben, die falsche Kondomgröße zu kaufen. Das führt dann mitunter, dass so ein Kondom platzt, reißt, kaputt geht. Ein weiterer Anwenderfehler ist eben, die dünnen Varianten zu nehmen und schon beim Aufreißen dieser Packung das Kondom vielleicht zu verletzen oder mit spitzen Fingernägeln oder mit Genitalpiercings. Da sollte man extrem aufpassen, dass man die mit einem Kondom, sagen wir mal, man hat ein Eichelpiercing als Mann, die sollte man natürlich tunlichst entfernen, weil das macht natürlich das Kondom kaputt. Genauso verhält es sich wie zum Beispiel klitorale Piercings, die natürlich auch so ein Kondom verletzen können. Also da Vorsicht und Obacht. Als nächstes ist wichtig zu gucken, in welche Richtung sich so ein Kondom abrollt. Es gibt ja die eine Seite, wo es sich abrollt und die nächste Seite, wo es sich eben nicht abrollt. Das wäre dann falsch rum. Manche pusten rein, manche merken es aber auch ganz gut, wenn man es oben am Reservoir fasst, wo der Ring sich hin abrollt. Und das ist eigentlich der Trick, den die meisten machen. Oben am Reservoir festhalten, zwischen Zeiger, Finger und Daumen muss man ja eh beim Auftun oder beim Überziehen. Und da merkt man natürlich schon, wo der Ring, in welche Richtung der möchte. Dann ist es wichtig, und das haben wir jetzt angesprochen, das Reservoir zuzuhalten beim Aufrollen. Das heißt, du hältst es einfach mit Zeigefinger und Daumen zu und rollst dann das Kondom über den irrigierten Penis, und zwar wirklich bis es abgerollt ist. Und es sollte auch dort der Ring verharren und nicht wieder sich hochrollen. Manchmal passiert es beim Sex zum Beispiel, dass es sich beginnt wieder hochzurollen. Dann solltest du tunlichst und sofort, wenn du das merkst, es wieder zurückrollen, damit das eben nicht hochrutscht. Denn dann entsteht quasi ein Luftraum zwischen Penis und diesem Latex, sodass dann natürlich auch Sperma etc. rauslaufen könnte und das natürlich dann nicht so sicher ist als Verhütungsmethode. Das ist also das Wichtige, was man jetzt beim Akt selbst ein bisschen beachten soll, dass es sich nicht eben aufrollt. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Bis dahin wissen die meisten eigentlich Bescheid. Aber was sie nicht wissen, ist jetzt danach. Der Mann ist jetzt gekommen, das Ejakulat ist vorne im Reservoir und jetzt beginnt eine ganz kritische und wichtige Zeit, denn dieses Kondom sollte möglichst schnell vom irrigierten Zustand bzw. aus der Frau herausgeholt werden. Also der ganze Penis samt Kondom muss entfernt werden, weil der Penis wird schlaff. Und wenn der Penis schlaff wird, entsteht natürlich Luft zwischen dem Gummihäutchen und Penis. Auch da ist wieder das Prinzip, Sperma kann herauslaufen und in die Vagina gelangen und so eben den Verhütungseffekt zunichte machen. Weiterer Punkt ist, Sperma enthält natürlicherweise Enzyme und macht es dann flüssiger. Selbst wenn das Sperma am Anfang sehr fest ist, könnt ihr das gerne mal zu Hause beobachten. Das wird relativ schnell bei Wärme auch dünnflüssiger. Heißt, je länger der Penis mit dem Ejakulat in dem Kondom drin verbleibt, desto wahrscheinlicher wird dieses Sperma flüssiger, desto schlaffer wird der Penis und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit und die Gefahr, dass da irgendwas hinausläuft. Also, du bist gekommen. Natürlich dürft ihr mal kurz durchatmen, aber dann nehmt ihr eben das Kondom am Ring unten mit dem Penis und zieht den Penis mit Ring samt Kondom aus der Frau heraus. Nicht irgendwie einfach so rausziehen, weil dann könnte das Kondom natürlich in der Frau verbleiben. Das rollt sich einfach auf und ist dann in der Frau drin. Verhütungseffekt gleich null. Einfach anfassen, zwischen Zeigefinger und Daumen wieder am Ring anfassen, den Penis samt Kondom rausziehen, fertig. Dann habt ihr quasi eine wahnsinnig sichere Anwendung geschaffen, von Anfang bis zum Ende. Vorteile sind, es ist preiswert, es ist eigentlich überall erhältlich, zugänglich, man braucht kein Rezept etc. Es ist sicher bei der richtigen Anwendung und schützt vor allen Dingen vor Geschlechtskrankheiten. Weiterer Vorteilspunkt, es hat eigentlich keine Nebenwirkung, außer man hat jetzt eine Latexallergie, was sehr selten vorkommt, aber das kriegt man da auch relativ schnell spitz und kann dann die latexfreie Variante nehmen. Weiterer Nachteil, was viele betrifft, ist, das Gefühl ist vielleicht bei manchen Männern und auch Frauen nicht dasselbe. Erstens durch diese
Gummihülle kann es sich anders anfühlen und zweitens kann es auch abschnüren, sodass der Penis vielleicht gar nicht gut erigiert. Wenn der Ring zu eng und zu straff sitzt am Schaft des Penis, kann es zu dem Stau führen, der erstens schmerzhaft sein kann und zweitens dazu führen kann, dass der Penis sich auch nicht gut erigiert, was für viele dann ein Hindernis ist. Da wäre meine Devise, erst nochmal eine andere Größe ausprobieren, ob das da immer so ist oder ob das generell nur jetzt an diesem Präparat bzw. an diesem einen Kondom lag. Wichtig ist natürlich auch das Ablaufdatum zu beachten. Wenn du vor 6, 7, 8 Jahren mal Kondome gekauft hast und kramst die jetzt wieder aus deiner Tasche raus, könnte es sein, dass sie abgelaufen sind, dann sagt der Hersteller natürlich, Leute, da habe ich jetzt keine Schuld, die waren abgelaufen. Auch wenn die meisten Kondome natürlich über diese Halbwertszeit hinaus noch tragbar sind und auch noch verhüten, sollte man immer darauf achten, dass die nicht abgelaufen sind. Ich hoffe, für euch war was dabei und ihr habt ein bisschen was mitgenommen zum Thema Kondomanwendung. Alle, die sagen, es ist ein ganz unsicheres Verhütungsmittel, sollten das Video mal schauen. Nein, es ist ein sicheres Verhütungsmittel bei der richtigen Anwendung und es schützt eben vor Geschlechtskrankheiten. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren mit Zucchini oder Gurke und Co. Und wir sehen uns im nächsten Video, Podcast, Blogbeitrag, was auch immer wieder. Bis dahin, ciao.